Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es weniger um unsere schönen Fahrzeuge, sondern um das Audi-Zentrum Oldenburg, unser Autohaus. Ich möchte euch ein, zwei Einblicke zeigen. Kommt doch mal einfach mit und dann schauen wir gemeinsam rein. Ja, wenn wir zur Tür reinkommen, dann schauen wir hier auf unseren Neuwagenbestand, worauf wir später noch mal zu sprechen kommen. Wir finden vorne direkt den Counter. Wenn ihr also euren Werkstatttermin habt, meldet ihr euch bei den netten Kollegen. Könnt gemütlich noch mal in der Warteecke Platz nehmen, bis ihr aufgerufen werdet. Hier finden wir unsere schöne Warteecke, wo ihr gemütlich Platz nehmen könnt. Könnt euch gerne an unserer Kaffeebar bedienen. Kalt- und Warmgetränke sind immer mit dabei. Nachdem ihr aufgerufen wurdet, kommen wir hier in unserem Service Center. Hier haben wir die einzelnen Serviceberater mit sitzen, die mit euch alles Weitere, zum Beispiel zur Inspektion, mit absprechen. Wenn wir weitergehen, finden wir hier unseren Teiledienst, von Dachboxen für den Sommerurlaub oder der Fahrradträger. Hier kriegt ihr wirklich alles zu eurem Audi. Schauen wir doch einmal hinter die Kulissen, wo ihr sonst nicht mit reinkommt. Ja, jetzt finden wir uns im Teilelager wieder. Hier, wo die Kollegen aus der Werkstatt die benötigten Teile, sei es die Bremsscheibe, das Öl, mit abholen. Weiterhin sind hier Reifen gelagert. Unser Audi-Zubehör findet ihr hier. Weiter hinten schauen wir uns gleich mal die Dachboxen oder die Fahrradträger mit an. Hier finden wir unsere Fahrradträger wieder, die ihr aber auch für euren Sommerurlaub zu einem guten Preis mieten könnt. Ihr könnt sie hier abholen, wir bauen sie für euch auf. Das geht ganz schnell, ohne lange Wartezeiten, und davon haben wir auch wirklich mehr als genug. Dazu haben wir aber auch schon ein Video gemacht. Wenn du jetzt hier oben rechts klickst, dann findest du das auch nochmal. Gehen wir weiterhin zur Werkstatt, wo eure schönen Fahrzeuge ihre Inspektion oder ihren Reifenwechsel bekommen. Auch hier finden wir Platz für mehr als genug Fahrzeuge. Wenn wir weiter nach hinten gehen, finden wir unseren Gebrauchtwagen-Pavillon. Falls es mal kein Neuwagen sein sollte, haben wir hier genug Auswahl von unseren Gebrauchtfahrzeugen. Ob es ein Kompaktwagen ist, SUV, Kombi, hier haben wir wirklich alles mit dabei. Kommen wir nun zu unserem Herzstück, dem Neuwagenbereich. Hier findet ihr immer die aktuellen Modelle vom Audi TT bis hin zum Audi Q3, Audi Q5. SUVs, Kombis, Limousinen, alle Fahrzeuge findet ihr hier. Die sind natürlich auch offen und die könnt ihr euch jederzeit anschauen. Ihr könnt Platz nehmen in die Fahrzeuge, könnt euch den Kofferraum anschauen. Auf der rechten Seite haben wir unsere Verkäuferarbeitsplätze. Dort könnt ihr uns jederzeit ansprechen. Hier unterstützen wir euch bei dem Aussuchen des neuen Fahrzeugs. Hier in Oldenburg sind wir auch Audi Sportpartner, bedeutet, bei uns könnt ihr nicht nur die S- und RS-Modelle sowie den R8 erwerben, nein, auch für die Werkstatt, für den Service. Das könnt ihr problemlos bei uns machen. Hier haben wir zurzeit einen schicken Audi RS Q3, 5 Zylinder, 400 PS. Mehr Fahrspaß geht da nicht. Wenn sich das passende Fahrzeug hier in der Halle nicht findet, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dein Fahrzeug individuell und selbst zu konfigurieren. Das machen wir hier in unserer sogenannten CLP. Hier können wir wirklich dein Fahrzeug in deiner Wunschfarbe mit deinen Felgen ganz einfach konfigurieren und haben hier zig Möglichkeiten dafür.
Wenn du dich für dein neues Auto entschieden hast, ja dann, nach einer Zeit ist es soweit, der Tag der Auslieferung. Und das Fahrzeug wirst du dann bei uns in unserer Auslieferungshalle abholen. Hier bekommst du noch einmal eine Einweisung detailliert ins Fahrzeug, damit du auch so direkt starten kannst. Ja, und hier endet auch schon das Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen ins Audi-Zentrum Oldenburg und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin!